Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man den Akku vom Tier-Scooter wechseln kann. Und zwar bietet Tier eine Aktion an, dass man die Akkus wechseln kann und dafür dann 20 Freiminuten bekommt. Und dies zeige ich euch jetzt. Wie man sieht, hat man hier jetzt die App. Dann kann man, wenn man in der Nähe von so einem Swap-Spot ist, kann man da auf Akku tauschen klicken. Dann geht man auf Weiter und dann, wenn der Akku rausgegeben wurde, dann zieht man ihn leicht in die eigene Richtung, also nicht nach oben ziehen, sondern ein bisschen zu sich, dass er dann so gekippt ist oder eher geneigt. Und dann kann man ihn rausnehmen. Vorsicht, der Akku ist jetzt auch ein bisschen schwerer, aber das sollte eigentlich nicht stören. Man sollte vielleicht einfach nur ein bisschen doller dran ziehen. Wie man jetzt im Video sieht, wenn man den Akku genommen hat, geht man zur Box, die sich in einem Laden oder in einem Kiosk und so weiter befindet. Und dort scannt man dann ganz einfach den QR-Code ein, wie man gerade gesehen hat. Und dann wird auch schon der Akku rausgeschoben von der Box selber, da muss man nichts machen. Dann wartet man einfach kurz. Wenn der Akku, wenn die Box so eine Geräusche macht, so zwei Piepen, dann kann man den Akku rausziehen, stellt ihn neben sich und den leeren Akku, der dann meistens so rotes Leuchten hat, den setzt man da einfach rein. Den schiebt man einfach mit der richtigen Richtung ein. Und zwar, dass der Griff, dass der unten länger ist als oben. Der ist ja so ein bisschen, auf einer einen Seite ist er länger, auf der anderen Seite ein bisschen kürzer. Und dass der kürzere Stück von dem Griff oben ist. Wenn man dies getan hat, hat man auch in der App schon gesehen, dass dann so ein Haken bei der Powerbox kam und dann kann man den Akku ganz einfach mitnehmen und in den Scooter wieder einsetzen. Und das tut man genauso, wie man den Akku wieder rausgenommen hat. Und zwar nimmt man den Akku, setzt ihn so seitlich ein bisschen da rein und dann drückt man ihn fest nach vorne, sodass er genau in diesen Schacht da reinkommt. Und dann sollte man so eine Art Einrasten hören oder halt so, halt wie wenn man was festziehen würde. Und dann nochmal, wenn das fertig ist, guckt man nochmal ganz genau. Ob der fest ist, dann drückt man den nochmal vielleicht mit dem Fuß oder so nach vorne. Drückt man gegen den Akku, um zu gucken, ob der fest ist. Und wenn das alles gemacht ist, kann man dann auf Weiter drücken in der App und die Fahrt wird fortgesetzt. Übrigens kostet das nichts, wenn man den Akku auswechselt. Da wird die Zeit einfach nicht berechnet. Außerdem, wenn man jetzt Probleme haben sollte und zum Beispiel der Akku nicht rausgeht, die App dann da hängen geblieben ist, kann man ganz einfach den Tiersupport anrufen, den man unten rechts auf Tier kontaktieren oder Hilfe holen drückt, je nachdem wie es da genannt ist, und dann einfach Tier anrufen und dann sollte innerhalb von ein paar Minuten jemand rangehen und dann kann man das auch sehr schnell klären. Zumindest war es bei mir bis jetzt einmal so mit dem alten Modell. Das neue Modell hat bei mir noch nie Probleme gemacht, also solange man dieses neue Modell, was hier auch im Video im Hintergrund zu sehen ist, benutzt, sollte man da überhaupt keine Probleme mit haben. Und ja, viel zu sagen gibt es dazu eigentlich nicht. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal.